Wie schaffst du es im Leben wieder cooler zu sein, gelassener durch dein Leben zu gehen, anstatt ständig unter Druck zu stehen, dich ständig zu belasten mit negativen Gedanken und ja, einfach wieder zu dir zu kommen? Darum geht es in diesem Video. Schau dir diese 11 Tipps an. Die kommen gleich später. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und wenn du zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch Geschäftsentwicklung mehr erfahren willst, dann abonniere gerne meinen Kanal, setze ein Like unter dieses Video oder auch nicht. Schreibe in die Kommentare, was dir sonst noch so gefällt. Leite das Video an Menschen weiter, die cooler sein wollen, die gelassener durchs Leben gehen wollen. Es würde mich sehr freuen, von dir was zu hören. Und es geht los. Ja. Wenn du es kennst, dass du dir ständig Druck machst, weil du dir zu viel vornimmst, weil du dir, ja, weil du dir nicht die Ruhe gönnst, weil du denkst, du musst was machen, du musst Dinge erledigen, du musst tun, ständig in Bewegung sein, damit du überhaupt erst ja, so eine Art Existenzberechtigung hast, weil du sonst dich nicht ja, wertvoll fühlst, dann liegst du total falsch, weil erstens belastest du dich. Es macht dich nicht nur körperlich kaputt, sondern auch mental. Besonders wenn du dann wenn du dir zu viel vornimmst und dann letztlich gar nichts schaffst. Das kenne ich ganz genau so. Ich hatte keinen Plan. Ich bin in den Tag gestartet, ohne mir Gedanken zu machen, ohne mich auch körperlich darauf einzustellen, ohne in meiner maximalen positiven Schwingung zu sein, in den Tag überhaupt zu gehen und mir auszumalen, was ich mit dem Tag machen soll. Und wenn ich schon mal ja, mit einem Druck starte oder bin ich noch nicht, wenn ich noch von den letzten Tagen, wenn nur noch was aufgearbeitet sein sollte oder wenn noch was übrig bleibt, dann kann es sein, dass du noch mehr Druck bekommst. Und ja, daher geht's, den Tag so anzugehen, den Tag so zu erleben, dass du in eine Gelassenheit kommst, dass du in eine Coolness kommst, weil du weißt, dass du es schaffen kannst. Weil alles möglich ist, wenn du es entsprechend dir vorstellen kannst, dann geht es nur noch darum, eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen. Und dafür bekommst du jetzt ein paar Tipps. Es wurde uns nie beigebracht, wie wir unseren Tag organisieren, dass wir uns auch selbst lieben dürfen, dass wir auch in unsere eigene Energie kommen dürfen. Und darum geht es jetzt. Zuallererst, erster Tipp. Meditiere, fange den Tag doch mit einer Meditation an. So kommst du in eine höhere Vibration, eine höhere Schwingung. Auch wenn es nur 10 Minuten ist, setz dich irgendwo hin, wo du dich wohlfühlst. Am besten immer an den gleichen Platz, im besten immer zur gleichen Zeit. Mach die Augen zu, geh in dich, achte auf deinen Atem, entspanne deinen Körper. Geh in die Bauchatmung. Egal, was für ein Atemtyp du bist, versuch es so zu atmen, dass es dich wohlfühlt. Und so kommst du in eine, ja, in eine Lage, in eine Stimmung, die dich ja, in einen physischen, in einen körperlichen und einen emotionalen Zustand der Gelassenheit versetzt, indem du auch deine Gedanken loswirst, deine Gedanken vernachlässigst, dich auf deinen Atem konzentrierst, immer wieder, wenn die Gedanken hochkommen, wenn der Verstand sich einschalten will, geh zurück auf deine Gedanken, konzentriere dich drauf und dann wirst du sehen, wird sich einiges ändern und du wirst viel mehr bei dir sein und aus dir heraus agieren können. Anschließend mach doch was für deine Dankbarkeit. Überleg dir drei Dinge, für die du dankbar bist morgens. Für was bist du dankbar, dass du schon hast? Was du noch haben wirst, weil du weißt, dass du es schaffen wirst. Aber geh in diese Dankbarkeit. Ganz wichtig ist es dabei, die Gefühle dabei wahrzunehmen. Wenn du nichts wahrnimmst, wenn du keine ja, Energien, keine Emotionen spürst, dann hat es keinen Sinn. Also sei dir gewiss, Dankbarkeit nur aufzuschreiben, um sie aufzuschreiben, macht keinen Sinn. Es muss wirklich von dir herauskommen, es muss vom Herzen kommen. Ansonsten passiert nicht viel und du wirst die Dankbarkeit auch nicht erleben und das Universum wird dich nicht belohnen dafür, dass du schon mit dem dankbar bist, was du hast. Dann wirst du auch nicht mehr bekommen. So ganz einfach ist die Regel. Als zweites ist die interne Beurteilung oder Verurteilung. Warum machst du dir schlechte Gedanken über dich? Was passiert, wenn du schlecht über dich denkst, wenn du dich verurteilst, wenn du dich bewertest?
Achte mal darauf, was du über deine, ja, über dich denkst, wenn du gewisse Themen, wenn du gewisse Aufgaben erledigt hast. Gehst du da eher achtsam mit dir um und sagst, ah, ich habe den Fehler gemacht, ist nicht so schlimm, kann ich besser machen? Oder du machst dich selber fertig, du ziehst dich runter, weil du es nicht anders gelernt hast, weil ja vielleicht deine Eltern bei jedem Kleinst, bei jeder Kleinigkeit, bei jedem Fehler dich angemeckert haben oder dich irgendwas bemängelt haben, was zu 99% gut war, aber 1% war dann doch nicht so gut. Das kenne ich auch sehr gut aus meiner Jugend. Du konntest Dinge manchmal so gut machen, wie du wolltest. Es wurde immer wieder der Finger in die Wunde gelegt, wo vielleicht ein kleines bisschen, eine Kleinigkeit gefehlt hat, wenn es darum ging, bei den Hausaufgaben oder wenn du irgendwelche Arbeiten gemacht hast im Haus oder wenn es darum geht, auch in der Schule, ja, wenn du eine gute Note nach Hause gebracht hast, mit der du zu hoch zufrieden warst, weil sie vielleicht auch über dem Durchschnitt lag, wenn du noch immer im Vergleich warst mit den anderen, aber zumindest hast du dich selber wohlgefühlt damit, hast dich selber beglückwünscht, warst vielleicht auch zufrieden, weil du eine Verbesserung im Vergleich zum vorigen Test, zum vorigen Examen geschafft hast. Aber dann letztlich heißt es, hey, es hätte doch viel besser sein können. Es war doch nur eine 2 anstatt eine 1. Also achte mal darauf, was du über deine, ja, über deine Errungenschaften, über das, was du schaffst, was du darüber denkst und sei da ein bisschen vorsichtiger. Schau danach, wo was auch positiv sein kann. Dann als vierter Punkt ist das Selbstmitgefühl, das eigene Mitgefühl, sich zu spüren, zu verstehen und zu akzeptieren, was deine Realität ist. Nämlich nur dann kannst du auch nach vorne gehen, wenn du deine Vergangenheit zum Beispiel, wenn du die kritisierst, wenn du dir sagst, wie uncool du warst, dass du, wie viel Ärger, wie viel Leiden, wie viel Schmerzen du dir zugefügt hast durch die fehlende Achtsamkeit, durch das fehlende Gespür dich von dir selbst, durch den fehlenden Bezug zu deinem Herzen. Dann geh damit nicht in die Kritik, geh damit nicht in die, ja, mach dich nicht da, zieh dich nicht runter dadurch, sondern lass es einfach, ja, lass es sein. Du hast gelernt, davon gehe ich mal aus, dass es dir nicht gut getan hat. Daher schau, wie es besser mit dir gehen kann. Sprich auch so wie mit deinem besten Freund. Sag ihm, hey, ist alles nicht so schlimm. Es geht weiter. Du bist es nicht mehr, was du warst. Kannst davon lernen. Du weißt, was zu tun ist, dass es sich besser fühlt. Zum Beispiel hast du eine Entscheidung getroffen, was deinen Beruf angeht. Du hast eine Ausbildung gemacht, du hast studiert, was dir eigentlich gar keinen Spaß gemacht hat, nur um anderen zu gefallen, nur um angesehen zu werden. Dann war das eine Entscheidung aus deinem Ego raus, aber nicht aus deinem Herzen. Deswegen sagt er, du bist nicht besser, du bist nicht schlechter, du bist einfach nur du selbst. Und lass dich so sein, wie du bist und wie es sich gut an für dich anfühlt. Und dann wirst du auch sein bester Freund. Dann gehst du mit einer gewissen Empathie, mit einem Verständnis für dich durchs Leben. Und das ist schon mal ganz wichtig, um in die Gelassenheit zu kommen, weil du weißt, dass jemand für dich da ist, der sich um dich kümmert. Weil letztlich kannst du dich nur auf dich verlassen und nur du weißt genau, was du verspürst und was richtig für dich ist. Dann geh in Verbindung zu dem vorigen Punkt, zu Punkt 5 ist, geh in Distanz zu negativen Selbstgesprächen. Wenn du merkst, dass wieder ein negativer Gedanke aufkommst, wenn du in diese Verurteilung kommst, wenn du sagst, hey, das hast du wieder Kacke gemacht, das war blöd, dann sage ich nicht, ich identifiziere nicht dich damit, sondern sage, ich bemerke, dass ich einen Fehler gemacht habe. Dann geht's weiter. Wie kannst du aus diesem Fehler lernen? Was kannst du in Zukunft besser machen? Es gibt immer wieder eine neue Chance und es gibt immer wieder Möglichkeiten, dich zu entwickeln, weiterzugehen und das Beste daraus zu machen aus deinem Leben. Du brauchst dich nicht dafür verurteilen, was passiert ist. Deine Fehler sind einfach mal Fehler. Die haben nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Die haben nichts mit deinem Selbstwert zu tun. Aber es geht darum, die zu verstehen und das nächste Mal besser zu machen. Als nächster Punkt, als Punkt 6, lege dir Routinen fest. Du wirst gelassener, du gehst mit auch einer gewissen
Sicherheit durch den Tag, wenn du dir vornimmst, bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten zu machen. Ich zum Beispiel stehe um 6 Uhr auf, dann habe ich von 6 bis 8, lasse ich mir wirklich Zeit für meine Morgenroutine, fürs Meditieren, für gewisse Yoga-Übungen. Ich gehe, wenn es möglich ist, nach draußen, barfuß, um mich mit der Erde zu verbinden. Ich lasse mir Zeit beim Frühstück machen, ich höre Musik, ich höre mir ein paar von meinen Coaching-Aufzeichnungen an. All das sind so meine Morgenroutinen, die mich in eine gute Stimmung bringen. Und ab 8 Uhr geht dann so meine aktive Zeit los. Aber es ist ganz wichtig, dass du in diese Seelenruhe kommst, nämlich wenn dein Tag durch Routinen geprägt ist, dann wirst du weniger Entscheidungen treffen müssen, was zu welcher Zeit für dich gut ist. Und es schafft mehr Platz für wichtige Entscheidungen. Zum Beispiel, ja, kann es immer wieder sein, dass spontan irgendwas reinkommt, dass irgendwelche ungeplanten Dinge eintreffen. Und ja, wenn du diese Routine lebst und dir auch eine Zeit schaffst, eine Routine für Ungeplantes, dann weißt du, ah ja, in diesem Zeitrahmen kann ich mich um Dinge kümmern, die ich vielleicht normalerweise nicht auf der Agenda habe, aber ich habe dafür Zeit und ich kann mir auch entsprechende Zeit nehmen, die zu erledigen. Dann als siebter Punkt, führe ein Tagebuch. Ähnlich wie zu den Routinen geht es darum, morgens zum Beispiel gleich ein Tagebuch zu führen oder abends und dir zu sagen, für was bist du dankbar, auch in Verbindung mit der Dankbarkeit. Schreibe in dein Tagebuch, für was du dankbar bist. Schreibe in dein Tagebuch, wie du dich gefühlt hast, was du denkst. Es ersetzt letztlich den Dialog. Du bist in einer privaten, sicheren Atmosphäre, in einem Rahmen, wo du alles rauslassen kannst. Du kannst, es ist wie eine, ja, wie, Wieder, was würdest du zum Therapeuten gehen, zum Psychologen, mit dem du sprechen kannst, wo du dich rauslassen kannst. Du kannst alles rauslassen, was dich bedrückt, was dir auf der Seele liegt. Und ja, das hilft enorm weiter, auch wenn dich deine Selbstentwicklung interessiert und wenn du auch mal Revue passieren lässt, was du so durchgemacht hast in den letzten Monaten, Jahren, ist es immer mal wieder interessant zu schauen, in welcher Lage du in der Vergangenheit warst. In Verbindung mit diesem letzten Punkt geht es beim Punkt 8 um eine To-Do-Liste. Schau dir doch mal an, was du im Tag alles zu erledigen hast. Für mich ist es immer ganz wichtig, schreib dir die Aufgabe auf, mindestens eine wichtige, auf Neudeutsch oder manche nennen das Eat That Frog. Das heißt, was ist so die belastendste, die wichtigste, vielleicht auch die für dich schwerfälligste Aufgabe, die du zu erledigen hast. Und fange doch mit der einfach mal an. Und du merkst, wenn du sie geschafft hast, dann fallen die anderen Aufgaben viel leichter. Aber noch viel wichtiger ist, wenn du dir eine Aufgabe gesetzt hast, dann kannst du einen Haken drunter setzen. Das steigert nicht nur dein Selbstvertrauen, weil du dir das Vorgenommene auch geschafft hast, sondern es erhöht auch den Stolz auf dich. Und ja, wer kann besser stolz sein oder welchen Stolz kannst du besser empfinden als den eigenen Stolz auf dich selbst, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass ständig Menschen um dich herum sind, die stolz sind, die dich wertschätzen, sondern es darf schon bei dir anfangen. Ähnlich wie zum Thema Selbstliebe. Und diese To-Do-Liste ist auch wichtig dafür, dass du deine Produktivität steigerst, dass du merkst, zu welchen Zeiten du am besten produktivsten bist. Und dann sind wir beim nächsten Punkt, beim Punkt 9. Experimentier doch mal, schau doch mal nach, wann sind die besten Zeiten, wann bin ich am energetisch aufgeladensten? Wann fühle ich mich am besten, auch mal nervende, schwerfällige, schwierige Aufgaben zu erledigen? Für mich zum Beispiel ist es morgens, habe ich am meisten Energie noch. Nach dem Frühstück, dann habe ich auch ja, die Energie aus meinem Müsli, aus meinem Obst gezogen, beziehungsweise auch aus der Musik und aus der Bewegung. Und dann komme ich ins Tun und dann bin ich auch geistig so fit und habe noch die Kraft, in meinen grauen Zellen Dinge zu erledigen, die ich vielleicht bisher noch nicht gemacht habe und von denen ich noch nicht weiß, wo die Lösung ist. Aber ich weiß, dass es eine Lösung gibt. Daher gehe ich auch an die Dinge positiv ran. Also experimentiere mit den Tageszeiten, welche Übungen, mach dir eine Liste.
wann du dich erholst auch, wann du relaxen kannst, dass du wirklich eine Klarheit hast, wie du deinen Tag idealerweise ausschaut. Das ist ganz wichtig für mich. Es geht aber nicht von heute auf morgen. Das dauert eine Zeit lang. Deswegen, ja, sei geduldig mit dir. Nimm dir die Zeit, experimentiere, probier aus, was am besten für dich wann ist. Und dann irgendwann findest du schon auf den richtigen Weg, die Dinge zu der richtigen Zeit zu erledigen. Und als vorletzten Punkt ist es ganz wichtig, in Bewegung zu kommen. Es ist wichtig, dich ja, zu betätigen körperlich. Dadurch schaffst du den Ausschuss von nützlichen, stressabbauenden Hormonen, Endorphinen, die dir helfen, in eine mentale, aber auch eine physische Balance zu kommen. Dein Körper fühlt sich viel besser. Schau, dass du es vielleicht über den Tag auch verteilst. Ich finde es cool, morgens ein bisschen so Dehnübungen zu machen, Yoga, wie schon gesagt, mittags oder so, dann nochmal ein bisschen mehr sportliche Betätigung, leichten, ja, schnelleren Spaziergang. Und so kommst du wieder in Energie, so teilst du den Tag auch auf, kommst du aus diesem Trott raus, vielleicht wenn du im Büro sitzt, dass du wieder mehr in deine körperliche, oder dass du über deine körperliche Energie wieder mehr Energie auch für deinen Geist aufbaust, dass du in der frischen Luft bist, hilft auch deine, ja, wieder mehr Sauerstoff aufzunehmen und dann, ja, geht es wieder von vorne los. Also teile den Tag so ein, dass du immer wieder in die Bewegung, in die körperliche Bewegung kommst. Und als letztes, und für mich das Allerentscheidende ist, verfolge einen Prozess. Ein Prozess heißt für mich, dass ich weiß, dass ich diese Klarheit habe mit den Methoden, die ich benutze, mit der Art und Weise, wie ich nach vorne gehe, auch an meine Ziele zu kommen. Das schafft für mich Vertrauen, das schafft für mich eine gewisse Genugtuung und einen Seelenfrieden auch. Und wenn ich diesen Seelenfrieden habe, wenn ich weiß, dass ich einen Prozess gehe, der von vielen vorher schon erlebt wurde, der erfolgsversprechend ist, der mir auch angeboten wurde, für den ich auch ja, investiert habe, dann finde ich auch den Spaß dabei. Und wenn ich diesen Prozess, wenn ich die Methoden damit verbinde, mit dem, was mir wirklich von Herzen Spaß macht und was mich aufgehen lässt, dann werde ich auch zu der Person, die ich auch gerne sein will. Dann ist alles andere, was darauf erfolgt, ob es der finanzielle Erfolg ist, ob es der private Erfolg ist, ob es der geschäftliche Erfolg ist, ist alles nur ein Bonus. Ich weiß, dass das, was ich tue, ist das Richtige für mich. Ich mache die richtigen Dinge. Ich weiß, dass es mir Spaß macht. Und ja, alles andere ist, wie gesagt, ist nur ein Bonus, ist die Folge daraus, was ich heute kreiere, dass ich meine Kreativität lebe. Und wenn ich diese Kreativität nicht leben darf, dann ja, besteht die Gefahr, dass ich mich wieder in eine Art Depression begebe, weil alles, was ich nicht kreieren kann, alles, was ich nicht ausdrücken kann, bleibt ja irgendwie in mir gespeichert und entsteht dadurch diese Art von Unterdruck, diese Depression. Und ja, was längerfristig auch zu Krankheiten führt, nicht nur mental, sondern auch körperlich. Ich bin da schon durchgegangen und ich will dir das ersparen. Also ja, lebe deine Kreativität. Jeder Mensch ist kreativ, egal ob du es willst oder nicht. Deine Gedanken schaffen deine Realität. Und wenn du damit anfängst, wenn du dich in diese Coolness begibst, dass deine Gedanken maximal positiv sind, dass du bei dir bist, dass du gelassen bist, dein gelassener vorangehst, dann schaffst du auch alles, was dir wirklich wichtig erscheint im Leben. Und damit war es das für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, setze doch gerne ein Like drunter. Schreibe mir in die Kommentare, was dir gefallen hat, wie du cool bist oder wirst oder mit Gelassenheit umgehst oder auch was du dafür tust, um gelassen zu werden. Abonniere meinen Kanal, drücke auf die Glocke, dass du in Zukunft auch Bescheid weißt, wenn irgendwas Neues von mir rauskommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen nochmal und wünsche dir viel Glück und Erfolg, in die Gelassenheit zu kommen, dein Leben so zu leben, wie es dir wirklich von Herzen aus gut tut. Danke. Ciao.